Und damit willkommen zu einem weiteren Supreme Commander Duell. Ich bin Ultimate Spendash und wir haben wieder zwei Spieler. Wieder einmal Chris. Lassen Sie einmal reingaten. In der oberen rechten Ecke Chris als Cybran. Er eröffnet First Land. Und auf der gegenüberliegenden Seite in Rot Xinren. Auch er spielt Cybran. Auch er eröffnet First Land. Also ein Mirror Match mit Chiphirnen. Schauen wir mal kurz die Build-Order an. Es ist kein doch, es ist ein Hydro-Spot da, aber relativ weit weg. Also eher ein normaler Anfang. Ohne Hydro-Rush oder sowas. Sieht es Xin genauso. Vom Ranking her sind sie 1000 Punkte entfernt. Nicht 1000, 100 Punkte entfernt. Also Xin ist definitiv der Favorit hier. Was macht der erste Engie? Er geht Reclaim holen. Und dann baut er einen Max. Was macht hier der erste Engie? Der geht direkt zum Hydro-Spot und wird hier... Das sieht nach Landfabriken aus. Schauen wir mal kurz, was er in der Build-Order hat. Hier sehen wir gar nicht. Sehen wir nicht! Aber es ist ihm offensichtlich sehr wichtig, wenn er zwei Engineers hinschickt. Wobei man das bei Hydros, soweit ich weiß, eigentlich immer machen will. So, hier baut er Energiegeneratoren und noch eine zweite Landfabrik. Und dann will er hier wahrscheinlich dann die Hauptproduktion haben. Xin geht ein bisschen anders vor. Er holt sich erstmal seine normalen Maxes. Hier haben wir auch... Also er holt sich natürlich auch den Hydro-Spot, aber das ist nicht seine höchste Priorität. Das sieht nach Landfabrik aus, also noch geht keiner auf R. Ja, das ist Land. Chris schickt schon mal die ersten Einheiten in die Mitte. Und genau, die Map ist Neroxys, aber es ist Map-Gen. Also, Zufallskarte. Und wir haben hier ziemlich viele Seen, die aber auch nicht miteinander verbunden sind. Also, gut, das hier, ich weiß nicht mal, ob hier ein Schiff überhaupt durchkäme, weil das so seicht ist, das Wasser. Das heißt, die Seen sind mehr Hindernisse, als dass man da irgendwie groß was mit Schiffen machen könnte. Was natürlich auch bedeutet, dass viel hier in der Mitte sich abspielen dürfte. Sage ich wahrscheinlich jetzt und irgendwer wird bestimmt in irgendeinem dieser Seenkreuzer bauen wollen. So, jetzt wird auch hier der Hydro-Spot besetzt. Chris hat seinen Commander losgeschickt. Er will in die Ecke. Er will hier die Ecke sichern. Xin verlässt jetzt auch seine Base. Er ist Third Air gegangen. Chris hat bis jetzt doch auf Air komplett verzichtet. Schauen wir mal gerade, aber es dürfte, die beiden dürfen noch keinen Sichtkontakt zueinander haben. Nee, es gab noch keinen Kontakt. Hier kommen mehr Landfabriken und mehr Generatoren. Was baut Xin für Lufteinheiten? Abfangjäger. Also eher defensiv mit leichtem Harassment, würde ich mal sagen. Wenn wir mal kurz schauen. Xin hat definitiv einen Vorsprung, was Masse angeht. Zumindest was Masseproduktion angeht. Und auch was Reclaim angeht. Erster Feindkontakt. Es geht los. Xin ist am Scouten. Er hat natürlich den Vorteil, dass er einen Luftscout hat. Aber der scheint keinen... Ne? Hat keine voreingestellte Route gehabt. Xin will seinen Commander hier in die Mitte schicken, aber gut, gut geraten. Weil er dadurch halt hier... besser darauf reagieren kann, was Chris vorhat. So, was macht der Bomber? Der Bomber hat schon einen Kill und er geht aufs Hydro.
Kriegt er das Hydro? Das wird jetzt die große Frage. Chris marschiert weiter. So, ich bin mir gerade nicht sicher, sind Hydros instabil? Also gibt das eine große Explosion? Haben ja eigentlich sonst alle Energiegeneratoren. Ich weiß nicht, ob Hydros eine Ausnahme sind. Ich mal gerade gucke. Ja, hier steht nämlich Volatile, aber das ist bei dem hier nicht so. Aus irgendeinem Grund ist das Hydro-Teil amphibisch. Das überrascht mich gerade. Aber der Bomber... Immer noch nur ein Kill. Aber er geht jetzt lieber normale Einheiten damit harassen. Oh, das war knapp. 20. Also er muss definitiv nochmal einen zweiten Lauf machen, wenn er die Einheit töten will. Zumindest mit dem Bomber. So, Chris ist an seinem Ziel. Und fängt auch an, hier Maxis zu zerstören. Das heißt, die Differenz zwischen den beiden schrumpft schon mal. Ja, Chris hat jetzt auch Reclaim geholt. Bisher spielt sich das meist noch in der Ecke ab. Chris holt sich auch hier oben. Den Teil hier lässt Sinn komplett liegen. Die Frage ist, kostet ihn das das Match? Oder trifft er hier die gute Entscheidung, weil er sich auf die Mitte konzentriert, wo sich das meiste eben abspielen wird? Beide haben Radar. Hier haben wir auch eine Landfabrik. Hat... Chris hat inzwischen auch R. Ist natürlich wichtig, wenn man sieht, dass der Gegner auch R hat, dass man zumindest selber versucht zu kontern. Er hat ein paar Abfangjäger und einen Bomber. Aber er hat am Anfang auch mehr auf Land gesetzt. Dementsprechend hat er hier eine kleine Oberhand. Das wird aber, glaube ich, nicht lange so bleiben, wenn ich das hier so sehe. Mal kurz schauen. Wie viele Fabriken haben wir hier? Super, das Spiel zählt nicht für mich. Aber das müssten 7 sein und eine Landfabrik, eine R-Fabrik. Chris hat 6 Landfabriken und eine R-Fabrik. Also mit dem Vorteil könnte sich das bald erledigt haben. Wobei jetzt hier noch 2 dazukommen. So, Xin geht in die Offensive. Aber er will auch nicht weiter pushen. Er will nur die Mitte kontrollieren, wie es aussieht. Hier kommen wir einen kleinen Dogfight. Okay, wir sehen gerade, glaube ich, Lanchesters Gesetze in Aktion. Das war eigentlich, zumindest als wir dazugekommen sind, war das keine große Führung von Xin, aber es war ausreichend, dass 4 von den Jägern überleben. Wo will der hin? Ne, der landet nur, okay. So. Xin dominiert definitiv die Mitte. Dafür pusht jetzt Chris mit seinem Commander hier unten. Hier hat Xin ziemlich vernachlässigt. Das könnte ihn jetzt natürlich verunsichern. Wobei ich glaube, dass ein 1000er Spieler nicht so leicht zu verunsichern sein dürfte. So, Chris kommt langsam mit seinen Streitkräften. Er hat relativ viel Anti-Air, wenn ich das so sehe. Fällt mir zumindest ziemlich auf. Mantis. Aber er hat nicht so viel eingestellt an Anti-Air. So, Xin hält weiter in die Mitte, hat auch eine Fabrik hier hingesetzt. Chris hat hier einen leichten Einheitenvorteil, aber gegen den Commander wird er nicht ankommen. Was ist hier? Xin merkt, dass Chris hier am Pushen ist. Mal sehen, was sieht Xin? Xin sieht zum Beispiel, also hat seine Informationen über die Hauptbase sind komplett veraltet. Er weiß nichts hier unten. Also, da könnte Chris ihn gerade kalt erwischen. Wie sieht's mit Chris Intel aus? Er weiß auch nicht super viel über die Base. Wir sehen hier eine Punktverteidigung, aber gegen den Commander dürfte die nicht reichen.
Chris ist stehen geblieben. Hier ist einiges an Reclaim, was er mitnehmen könnte. Inzwischen hat Chris einen Massevorteil, was Produktion angeht. Und was Reclaim angeht, das Skin leicht in Führung, aber auch nur sehr leicht. Dafür pusht Sinn jetzt aber. Das könnte sich jetzt also sehr schnell wieder drehen. Wir sehen schon einen T2 Max bei Xin. Ich sehe noch keinen bei Chris. Und ich sehe auch noch keine T2 Fabrik, wenn ich das so richtig sehe. Noch verlassen sich beide auf T1 Spam. Aber ich glaube, hier spielt sich gerade ziemlich viel ab, weil Xin im Moment die Mitte der Karte komplett kontrolliert. Und das setzt die natürlich in Angriffsreichweite für so ziemlich die gesamte Map. Während Chris sich verteilen muss, um überall verteidigen zu können. Aber er sneakt hier vorbei. Gut, hier haben wir gerade gesehen, hier ist eine Punktverteidigung. Hier ist auch ein Scout. Chris marschiert lieber durch den See hier. Oh, ich glaube, den Kampf willst du nicht ohne Unterstützung nehmen, oder? Es hat noch keiner seine ACU geupgradet. So, hier oben haben wir einen Schusswechsel. Aber hier dürfte Chris die Oberhand haben. Hier oben liegt jetzt alles komplett brach, während hier unten Chris das kontrolliert. So, Xin geht auf das Gun-Upgrade. Chris bleibt im See. Definitiv ein sicherer Ort für den Moment. Während seine Einheiten hier ein bisschen Druck ausüben. Aber an der Punktverteidigung durften sie so nicht vorbeikommen. Xin hat einen Master. Das verlangsamt natürlich sein Gun-Upgrade. So, Chris kommt aus dem See raus. Greift an. Die Fabrik ist natürlich ein gefundenes Fressen. Hat er Overcharge? Nein. Xin hat die Kapazität, aber nicht die Energie dazu. Hoch. So, Chris ist hier vorbeigesneakt und hat angefangen, hier Druck auszuüben. Er hat auch ziemlich viele untätige Techniker. So, die Fabrik dürfte sich damit erledigt haben. Oh, der Mantis ist aber gerade noch so rausgekommen. So, Xin macht immer noch das Gun-Upgrade. Dürfte aber eigentlich gleich fertig sein. Ich sehe nur gerade nicht den Timer. Es ist aber nicht pausiert. So, Gun-Upgrade completed. Reichweite und Geschwindigkeit. Das wird hier jetzt direkt zum Einsatz gebracht. Aber... Oh, wenn die jetzt auf den Commander fokussen, könnte das sehr eng werden. Aber ich glaube, Chris sieht... Doch, Chris sieht die Gelegenheit. Xin merkt, dass er ein Problem hat. Oh, 40%. Und hier sind nur Abfangjäger, die helfen ihm nicht. Da hat er scheinbar gerade einen Veterancy-Rang bekommen. Chris hat nicht wirklich die Mittel, hier weiter durchzupushen. Also Xen hat noch rechtzeitig reagiert. Chris hat Massevorteil. Ist aber definitiv hinterher, was Reclaim angeht. Scheint weiterhin noch niemand T2 zu haben.
sehe auch nur diesen einen T2 Max, aber sonst noch gar nichts. Oh, Xin pusht wieder mit dem Commander. Da fühlt sich jemand mutig dafür, dass er keinerlei Bodenunterstützung hier hat. Was sagt denn sein Intel? Gut, wir haben ja ein paar Bomber, die auf dem Weg sind. Aber das ist schon mutig. Auch mit Gun-Upgrade. Dafür hat er noch nicht sehr viel Gesundheit regeneriert. Ah, wir weichen direkt erstmal den Artilleriegeschossen aus. Noch ein Veterancy-Rang. Ich frage mich, ob Xin das gesehen und einkalkuliert hat, aber... Da ist ein Bomber. Und der hat gerade schon durch etwas anderes Hitpoints verloren, aber ich habe nicht gesehen, durch was. Oh, Xin, ich glaube, das könnte dein letzter Fehler gewesen sein. Vorausgesetzt. Nee, okay, das sind nur Artillerie. Die werden kein sich bewegendes Ziel treffen. Xin macht es ganz schön spannend. Aber jetzt kommt Chris mit seinem Commander. Wenn er ihm den Weg hier abschneiden kann, dann war es das. Auch ohne Gun-Upgrade hat Chris definitiv den Vorteil, dass er einfach mehr Gesundheit hat. Und wenn dann noch ein paar von seinen Truppen in der Nähe sind. Aber dafür sind hier ganz schön viele Mantises. Xin weigert sich jedenfalls standhaft, die Kontrolle über die Mitte aufzugeben. Auf diesem Hügel wird er leben oder sterben, wie es aussieht. Chris hat inzwischen einen ziemlich stattlichen Massevorteil dank mehrerer geupgradeter Maxes. Er fängt an, ein Stealth-Upgrade zu machen, während er hier in der Deckung des Sees ist. Guter Zug, wenn man bedenkt, was hier los ist. Kann Xin ihn sehen? Nein. Wir haben die ersten T2 Engineers, aber noch keine Einheiten. Und der Commander regeneriert sich durch die Veterancy-Ränge natürlich sehr schnell. Also die Base könnte gleich die längste Zeit die Base gewesen sein. Chris ist halb fertig mit dem Stealth-Upgrade, aber was hat er vor? Ich glaube, für den Laser ist es noch zu früh. Da haben wir eine T2-Punktverteidigung, die den Commander direkt zum Rückzug zwingt. Aber ich glaube, da hat er gerade einen T2-Max erwischt. Stealth ist fast fertig. Commander under attack. Xin pusht weiter, hat glaube ich noch einen. Nee, hat nicht noch einen Veteran zu Ende bekommen. Regeneration ist gleich geblieben. So, Stealth hat er. Jetzt geht er aufs Gun Upgrade. Das klingt nach Angriffsmuster Selbstmord, wenn ich mir das so angucke, ohne jegliche Unterstützung. Vor allem jetzt ist Xin auch definitiv an einem Punkt, dass er sich dem Commander stellen könnte. Zumindest wenn er ein bisschen Unterstützung hat. Chris hat inzwischen zwei Veterans-Ränge. Die hatte er vorhin, glaube ich, noch nicht. Oder ich habe es zumindest nicht gesehen. Aber doppelt so hohe Regeneration für Xin. Hier hinten haben wir ein bisschen Druck von Seiten Chris, aber das wird nichts daran ändern, dass hier die Frontlinie inzwischen ziemlich weit auf Chris' Seite der Map ist.
und der Commander mehr Gesundheit regeneriert, als er verliert. Auch mit 3 Cerberus Turrets und einem Burstmaster. Chris hält die Stellung. Aber Xin kann die Einheiten hier praktisch im Alleingang aufhalten. Zumindest solange er in Bewegung bleibt. Gun-Upgrade bei Chris ist fast fertig. Ich bin gespannt, was jetzt sein nächster Zug sein wird. Sein nächster Zug ist es, den See zu verlassen. Will er hier lang? Also praktisch über den See. Jetzt gerade hätte er ein günstiges Zeitfenster. Xin hat zwar noch einen Veterinary-Rang bekommen, aber er ist aus halber Gesundheit. So, Xin ahnt nicht, was auf ihn zukommt. Während Chris zumindest weiß, wo der feindliche Commander ist. Hier drüben versucht Xin ein bisschen Druck auszuüben, aber das geht auch nirgendwo hin. Hier oben breitet sich Xin inzwischen aus. Chris führt weiterhin, was Masse angeht. Und auch was Reclaim angeht. Wir haben 20 Minuten auf der Uhr. So, Chris versucht, Xin in die Zange zu nehmen. Commander auf der einen Seite, normale Truppen auf der anderen. Beide haben das Gun-Upgrade, er hat zusätzlich noch Stealth. Das könnte jetzt das Spiel entscheiden. Jo, das dürfte es gewesen sein. GG. Sehr nice. Jetzt sehen wir mal, wie sich das Spiel immer wieder wandeln kann. Xin hatte die ganze Zeit die Kontrolle über die Mitte der Map. Aber am Ende war er doch zu unvorsichtig mit seinem Commander. Und Chris hat zwar den Commander erst so ein bisschen weit aus der Schusslinie gebracht, aber dafür dann genutzt für all dieses Zangenmanöver am Ende. Sehr, sehr nice. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt mir Replays schicken auf meinem Discord, wenn ihr Cast-Requests habt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.